Da ist der Affe, da ist der Affe, da ist der Affe. Komm her, Affe. Doch, wirst du sterben. Ja, dreifach Kill. Hey, meine Lieben, willkommen zu einer Folge von Overwatch. Es gibt ein bisschen was Neues, und zwar gibt es jetzt hier eine Rangliste. Die kann man ab Stufe 25 spielen, das bin ich übrigens zufällig heute geworden. Ich habe schon zwei Matches gespielt, wollte beide aufnehmen, die waren beide sterbe, schlecht as fuck. Aber auf jeden Fall möchte ich euch die Rangliste mal ein bisschen vorstellen. Zuerst muss man 10 Matches machen, um sich halt erstmal, also so, damit das Spiel weiß, hey, ist der gut, ist der schlecht. Also da wird man halt eingestuft, 10 Einstufungsmatches. Und danach kriegt man halt hier so eine schöne Zahl, zum Beispiel 51, 53 und sowas. Umso höher die ist, umso besser ist man halt, denke ich mal. Ich bin jetzt bei meinem dritten Match, kann natürlich nicht alle 10 machen. Ich werde sowieso bloß ein einziges Ding machen. Was soll die Montor? Da spiele ich am besten. Ah, da kann man Junkrat spielen. Auf jeden Fall, nachdem man die 10 Matches hat, ist man eingestuft und kommt dann auch mit ähnlichen Gegnern in eine Lobby. Und dann kann man sich halt nach oben kämpfen oder absinken. Und am Ende von 3 Monaten wird immer geguckt, wie weit ist man. Und das ist halt dann der Rang, wo man war. Und nach 3 Monaten gibt es eine neue Season. Die Besten der Season bekommen übrigens dann eine Belohnung, und zwar ganz, ganz viele Coins, die man für goldene Waffen ausgeben kann. Also nicht normale Coins, sondern so spezielle Ranglisten-Coins. Das ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Es ist jetzt nämlich hier, also das gleiche Prinzip wie letztes Mal, dass wir halt jetzt was einnehmen müssen. Und, es ist halt Best of 5, also wer zuerst 3 Punkte eingenommen hat, gewonnen. Ich hoffe, dass diese Matches jetzt mal ein bisschen besser werden. Wie das letzte, da springen wir uns mal ganz kurz zu dem hin. Ah, der Kleine da, ne? So, die haben wir. Gut, den würde ich ganz gerne bekommen. Vielleicht läuft er rein, wer weiß. Ah, ich bleib bei dem Blue Shoe, der heilt mich gerade ein bisschen. Zu Junkrat, er hat einen Granatwerfer und kann Minen schmeißen, die aber sofort zünden kann oder sich selber mit hochspringen kann, wie ihr schon gesehen habt. Und Bären fallen die als Art Ding, also wenn da hier jemand reintritt, also es ist halt eine Falle, und wenn da jemand reintritt, dann hängt er fest, kann sich nicht bewegen und kriegt ein bisschen Damage, und ich sehe das. Das ist ganz cool. Ich lege jetzt nämlich einfach mal eine Bärenfalle hier hin. Oder es kommt Gegenverkehr, die Ulti von Junkrat, aber von dem gegnerischen. Der kommt hier, der kommt der Reifen angerollt. Oh Gott, oh mein Gott, halt mich, Leute. Oh Gott, halt mich. Halt mich irgendwie, bitte Lucio. Ich könnte mal Folgendes versuchen. Einfach aus dem Glück. Der ist mein Ulti unterbrochen, ey. Ich wollte dir jetzt so cool zeigen, ne? Wir halten das hier echt extremst gut. Da habe ich, glaube ich, einen runtergesprengt. Ha, das war schön, das war schön. Wir haben also gerade echt eine gute Runde. Also allein wegen dem Runterfallen kann ich die eigentlich schon nehmen. So. Der Reaper ist gerade ein bisschen lebensmüde, dass er da reingeht. Ja, wobei, ey, nicht mal, Alter. Okay, entweder haben wir das Ultra-Team. Nee, alle 50. Also es geht eigentlich voll klar, voll Mittelwerte. Und dann. Ab geht's. So, rein da, rein da. Okay, okay, die haben den Reifen schon wieder geschossen. Hat wieder nichts gebracht. Gut, aber wir haben die Sonne gewonnen. Und ich habe irgendwie so einen coolen Junkrat, so einen süßen. Der. Okay, hier sieht das scheiße aus. Tja, da. Der sieht cool aus, oder? So, jetzt kommen die da hinten. Ich spreche einfach wieder ein bisschen rein. Ja, der Affe hat mich. Dieser Affe ist der nervigste Charakter, den es gibt. Also, meiner Meinung nach, wenn jemand diesen Affen spielt, dann könnte ich ausrasten. Okay, dieser Affe. Ich schwör's euch, Leute, ne? Okay, wir haben einen Punkt verloren. Einmal ein bisschen reinhalten. Dieser Junkrat ist für sowas extremst gut. Okay, die Ulti muss ich jetzt verwenden. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Ich habe jetzt einfach die Mercy geholt. Ich wusste nicht, wen sonst. Da war noch so ein Soldier, aber ich habe mir gedacht, den holen die sich auch so. So, okay, da ist der Affe, da ist der Affe, da ist der Affe. Komm her, Affe. Doch, du wirst du sterben. Ja, dreifach Kill. Nice, der Affe ist tot. Hauptsache das. Gut. Wir sind gerade echt gut dabei. Also, die Runde nehme ich auf jeden Fall. Die Map ist extrem. Die Map kann ich extrem. Den Punkt halten, das ist Junkrat. Einfaches Fuck. So, Moment, da. Spammen wir jetzt erstmal ein bisschen rein. Da ist auch ein anderer Junkrat, der gerade Damage macht. Aber ich mache ganz gut, ne? So, die stoßen langsam wieder vor. Das ist schlecht. Aber das weiß ich auch gut zu verhindern.
Der Reaper will mich holen, aber ich... Ja! Ich hab den Affen erwischt! Scheißegal, ich tot bin, der Affe ist down. Ja, aber sollten wir die Runde auch bekommen, also easy going. Okay, es kann sein, dass wir den Punkt verlieren. Oh nein! Okay, wir sind down. Aber wir brauchen uns nur 3%, dann haben wir den Punkt. Das heißt, eigentlich müssen wir den bloß einmal zurückerobern normalerweise. Okay, ich kann im Moment wieder die Ulti machen. Meine Ulti kann da gut aufräumen auf jeden Fall. So, jetzt reicht's. Gut, die haben den Reifen. Scheiße, das war verkackt. Ich brauch Life. Ganz, ganz schnell. Komm, komm. Danke. Der Affe kommt. Der Affe kommt. Nein, nein. Geh weg. Oh. Komm hier rein. Ich weiß genau, du bist hier, Reapy. Komm her. Ah ne, er ist da drin. Gut. Gut, wir haben den Punkt zurückerobert. Ganz schön knapp, aber. Wir haben Verlängerung. Da ist Zaya. Nein. Oh, fuck. Komm, Lucio, halt das. Lucio und die drei Soldiers müssen das halten, ey. Komm. Nein. Scheiße, ey. Dieser hat mir 99% verloren, dieser Reaper. Guys, nein. Ja. Geil, es geht in Runde 4. Sehr gut. Nein. Okay, ich lebe noch. Ich dachte, ich habe mich selber runtergesprengt. Das wäre jetzt extrem peinlich gewesen. Die holen sich doch jetzt nicht ernsthaft noch den Aufpunkt auch noch, damit das noch richtig spannend wird, oder? Als ob die das jetzt so gut halten, Mann. Wir haben auch schon eine Zaya inzwischen. Zaya ist so ein Charakter, wenn man den spielen kann, ist er gut. Wenn nicht, dann sollte man die Finger von ihm lassen. So, komm schon, nimm den Punkt ein. So, halt den. Okay. Also, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen absichern. Also, erstmal hier eine Mine, beziehungsweise eine Bärenfalle. Fuck. Nein. Ohne Witz. Tötet die alle bitte. Okay, wir haben Gegenverkehr. Aber sein Problem ist, das kann ich einfach auch. So. Mein Lieber, das kann ich auch. So, ich hab einen Affen. Sehr gut. Ey, ich komm da raus und stehe einfach. Wir hatten mal so gute Sets, ne? Aber diese Runde, die ficken uns einfach. Okay, wir sind einfach wieder. Wir sind in unserem Ding. Jetzt legen wir hier erstmal. Nein! Oh, Affe, geh weg! Oh! Oh mein Gott! Nein! Lass mich da raus! Oh! Lass mich hier raus! Gib mir das Heil, Medipack. Na, jetzt ist da noch ein Soldier drin. Komm, ich schieße da mal durchs Fenster so ein bisschen was rein. Wirf da noch was rein. Okay, das war blöd reingeworfen. Dieser Affe. Es war der Affe, oder? Ah, ne, okay, es war der andere Junkrat, okay. Den Punkt ist noch bei 90%. Wenn wir es nochmal verlieren, dann ist die Zeit 2. Wer oder was kommt da? Der Tracer. Wenn die Tracer hier reinkommt, dann... Nein, der Affe ist da, der Affe. Der macht mir nicht alles kaputt, Alter. Der macht mir jetzt nicht meine schöne Runde kaputt. Geh weg. Du, ihr macht mir jetzt nicht alles kaputt. Komm her, Affe. Wo bist du? So. Schon. Nein! Tracer-Lombe! Nein! Ja! Nice Sieg, okay. Oh, wir haben es noch geschafft, okay, Leute. Komm, ich will das Highlight haben. Ah, schade. Aber das ist neu, das kenne ich doch gar nicht. Das Highlight, dieses Highlight-Intro. Was hat denn der gemacht?
Ach, der hat einfach zwei Stück Topf runter. Ja, okay, das war cool, das war cool. Und hier seht ihr, wie das abläuft. Also hier einmal Sieg, einmal Niederlage und hier haben wir wieder Sieg. Und dann bekommst du bei Sieg einen Ranglistenpunkt. Das ist toll. Die goldene Waffe kostet keine Ahnung wie viele. Zu viele, aber so einer ist ja fast gar nichts. Schauen Sie sich noch ganz kurz mein Highlight-Intro als Junkrat an am Liang Tower. Moment. So, schauen wir mal kurz. Was haben wir da geschafft? Das war dieses Gegenverkehr. Oh, das war dieses coole Gegenverkehr. Oh, wie wir da, wie die uns einfach töten wollen. Wir sehen, dass du kommst zurück, ne? Boah, das, okay, das war cool. Overwatch. Das war eine Folge Overwatch. Wenn ihr das übrigens gerade gesehen habt, bin ich schon in Berlin. Das heißt, ganz vorproduziert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das ist morgen oder übermorgen. Ich weiß halt nicht, wie ich es mit der Vorproduktion schaffe. Werden wir sehen. Bis dahin. Ciao, meine lieben Curies.